Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Vlog zu 1 Million Euro. Und wie ihr euch mal wieder denken könnt, ist diese Woche auch nicht allzu viel Spannendes passiert in Sachen Finanzen. Ja, da ändert sich einfach, wie gesagt, auf dem Markt nicht viel. Ich meine, aber es ist ja auch so, dass man über das ganze Jahr nur 7% Gewinn macht, durchschnittlich. Also, wenn man da im Monat 1% plus macht, ist es schon gut. Also, wie gesagt, nichts viel Spannendes passiert. Und deswegen auch heute mal wieder eine Buchvorstellung von einem Roman diesmal, den ich gelesen habe. Meistens lese ich ja eher so Wissensbücher oder so Forschungsbücher oder selbstkritische so Gedankenbücher. Ja, kann man schwer zusammenfassen, dieses Genre. Aber wie gesagt, diesmal so ein Roman. Und zwar hier heißt der The Kingdom. Fand ich sehr interessant. Wie man auf dem Bildschirm sieht, geht es vielleicht also so ein bisschen um Roboter, aber die halt auch, wie gesagt, so menschenähnlich aussehen. Und am Anfang habe ich so ein bisschen angefangen, so die ersten paar Seiten zu lesen. Dann war ich so mittelmäßig begeistert davon. Also hatte nicht den Drang, unbedingt weiterzulesen. Und dann hatte ich jetzt am Wochenende mal wieder Zeit. Und da ich die Bücher demnächst wieder abgeben muss, dachte ich mir so, das lesen wir jetzt mal weiter. Und dann habe ich da, am Samstag war das, habe ich dann fast das komplette Buch durchgelesen. Also halt abends so 3-4 Stunden, weil es eben so spannend war. Und dann musste ich da aufhören, weil ich halt noch was anderes gemacht habe. Und dann das Ende habe ich dann glaube ich, am nächsten Tag fertig gelesen und war auch begeistert von der ja, dem interessanten Inhalt im Buch. Also an sich geht es halt um so eine Firma, also ein, was ist das? Spaßpark, Amusement Park ist das englische Wort, aber ja, also es ist eine Art Disneyland geht es halt. Und da gibt es halt so Prinzessinnen, beziehungsweise eigentlich alle Lebewesen in dem Park sind so Roboter, also so halbe. Also die haben so Muskeln, glaube ich, war das Einzige, was noch so fleischlich an denen war. Und drinnen war halt dann alles andere aus Metall, also so Knochen, also Herz aus Metall, halt Computerprozessoren und alles halt so gekühlt mit so einer Flüssigkeit, so schwarzen oder so. Und ja, und so haben halt alle Tiere und eben auch diese 7 Prinzessinnen da gelebt oder halt mal aufgebaut. Und die haben halt dann in so einem eingesperrten Park gelebt und haben die Besucher, ganz normale Menschen, die von draußen kamen, halt versucht glücklich zu machen oder deren Ziel war es, die glücklich zu machen und halt einfach ja, fröhlich deren, die halt abzulenken vom Alltag und halt einfach deren Fröhlichkeit sicherzustellen. Und dann, ja, so an sich geht es halt einfach darum, dass die diese Hauptperson ist halt eine so eine Prinzessin und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Anna hieß sie. Und die ja, ist halt so begeistert von den Tieren, weil die halt die Tiere ganz gerne hat. Und die hat dann halt also einfach nur ein paar schlechte Erfahrungen mit den Tieren, weil halt also einmal tut halt so ein Tierzüchter oder Tierwärter, der dann im Park angestellt ist, tut halt das Tier misshandeln und findet sie halt total, macht sie wütend, obwohl diese Roboter da eigentlich gar nicht so wirklich Gefühle empfinden sollen oder können sollen auf jeden Fall. Und dann findet sie auch so traurig, wie halt die anderen Tiere, also Löwen zum Beispiel, zum Zebra halt aus Spaß jagen und nicht zum Essen. Und dann lernt sie halt da so einen anderen Wärter kennen, der halt sich als Putzpersonal vorstellt, obwohl halt eigentlich so ein Überwacher von der Anna ist, also dieser Prinzessin da, der sie halt überwachen soll. Und dann tun die halt miteinander reden, was eigentlich verboten ist. Und tun halt so eine Beziehung aufbauen. Und ja, die lieben sich halt dann beide gegenseitig, was sie erst noch so ein bisschen Zeit feststellen. Und ja, und dann tun halt
zwei andere Prinzessinnen finden halt diese Umstände, in denen die leben, halt so kritisch, weil die halt keine Freiheit haben. Soll halt immer im Park sein, immer fröhlich sein müssen und die Besucher glücklich machen und so. Und deswegen ja, finden die es einfach so eingesperrt oder fühlen sich so beengt. Und deswegen ja, tun die halt dann Sachen machen, wofür sie dann abgeschaltet werden. Also einfach gegen die Regeln verstoßen. Und genau, und dann stellt halt oder tut die Anna das so mehr und mehr rausfinden, dass sie halt eigentlich total eingezwängt werden in der ganzen, im Park und so. Und dann tut sie halt mit dem Wärter, also mit diesem Aufpasser für sich, also mit diesem, wie hieß der noch? Ich weiß nicht, ob er schon hieß. Aber ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall tut die zwei halt dann ja, so einen Plan schmieden, wie sie halt das überlisten können, das Sicherheitssystem, und halt fliehen können von dem Ort, was ja eigentlich unmöglich ist, weil es halt alles eingezäunt ist und überwacht und so. Und auch die, also die Prinzessinnen haben so Augenüberwachung, weil sie Roboter sind. Und an sich ist halt einfach alles sicherheitsüberwacht mit so Überwachungskameras im Park und auch mit GPS-Trackern und so. Und ja, dann tun sie halt vortäuschen, wie diese Prinzessin, also die Anna da, den Wärter umbringen. Und dafür wird sie halt dann im Gericht verhört, ob halt jetzt die Roboter so Gefühle haben oder halt so aus Hass jemanden umbringen können oder das nur aus Sicherheitsgründen für den Park passiert und sie halt nicht lügen können und halt nach Schreien nach Programm funktionieren. Und dann gibt es halt diesen Gerichtsprozess und den gewinnen die Anna halt dann und der Park halt auch. Also der Park darf dann weiter existieren und so. Aber Anna muss abgeschaltet werden, beziehungsweise wird abgeschaltet, weil sie halt nicht für schuldig bekannt wird, also halt zur Todesstrafe in Amerika wahrscheinlich. Und genau, und dann wird sie halt dann in das Labor geschafft zum Abschalten. Und dann tut eben dieser Wärter halt auch vorbeikommen und sie halt dann retten aus dem Labor. Und dann tun sie halt abhauen in die weite Welt. Sie als Roboter, der halt menschenähnlich aussieht, so komplett, und halt auch so Reaktionen nachmacht. Genau, und dann, ja, so Ende tun sie dann da glücklich abhauen. Das fand ich auf jeden Fall ein richtig extrem, einfach extremes Buch, weil es halt so ja, extreme Sichtweisen auf. Also ja, so Herr Roboter vielleicht so ein bisschen, aber halt einfach auch so Gefühle oder so weckt und so Freiheit und so. Und ich fand es auf jeden Fall richtig extrem, dass sie halt das so realistisch beschreiben konnte, die Autorin da. Das fand ich sehr gut an dem Buch. Und dass halt auch diese Thematik so aktuell ist und halt auch so herausfordernd, weil man ja selber so entscheiden kann, ob das jetzt so gut oder schlecht ist, dass sie halt da so Gefühle entwickelt als Roboter und dann halt auch so alle Leute hintergeht oder halt auch also einfach so vor Gericht, um halt da abzuhauen aus dem Ding. Und ja, das ist also insgesamt ein ziemlich extremes Buch und das, also die. Was eigentlich in dem ganzen kompletten Buch verhindert wird, ist nicht, dass der Park geschlossen wird, sondern dass dieses, also der Park hatte so ein Programm, dass er diese Prinzessinnen, also die Roboter, die menschlich aussehen, auch in Häuser einführt, also in Einfamilienhäuser, dass die Leute sich einfach so eine kaufen können und der Roboter halt da dann lebt. Und da ist er auch nur eingesperrt von so äußeren Zwängen und so. Und das hat halt eine festgestellt von den Prinzessinnen, konnte aber den anderen natürlich nicht sagen. Und am Ende durch diesen Prozess, ob jetzt die Roboter Gefühle haben oder nicht, wurde halt dann entschieden, dass das Programm eben nicht gestartet werden darf. Und dadurch haben sie halt dann verhindert, dass diese Roboter in die Menschen, die Häuser von den Menschen reinkommen und halt auch diese, würde ich mal sagen, für die Menschen einfach diese Gefahr vor Robotern vergrößert. Aber ich muss da ehrlich sagen, also, sagen wir es mal so, wenn die menschliche Technologie
die werden die Roboter reinstecken, die das den Robotern ermöglicht, ein eigenständiges Denken herzustellen und dass sie halt dann auch noch so echt aussehen, dass sie halt, dass man nicht mehr erkennt, ob sie Roboter oder Menschen sind, dann ist natürlich schon eine Gefahr, weil die Roboter dann bestimmt irgendwie auf die Idee kommen, halt so einen Hacker oder so zu fragen, der halt dann sich ins Programm reinhackt und dann halt die Sicherheitsregeln aufhebt. Da wurde ja vor einiger Zeit, glaube ich, schon beschlossen, dass man halt für so künstliche Intelligenz halt so Regeln auferlegt, die halt immer erfüllt werden müssen. Und das ist halt einfach so Regel Nummer eins, halt so kein Menschen irgendwelchen Schaden zufügen lassen. Und das sollte ja normalerweise dann bei jedem neuen Roboter einprogrammiert sein. Aber wenn die halt eben so ein eigenständiges Denken haben und entwickeln können, dann schaffen die es bestimmt, das irgendwie zu umgehen und halt aufzuheben und dann normal in der Welt zu leben. Da gibt es ja auch so einen Film, der heißt so Ex Machina und da geht es auch um so ein Roboter-Mädchen, was halt so verblüffend menschlich aussieht. Und dann kommt halt so ein Student zu Besuch, um halt so ein bisschen zu testen, ob man den Roboter als Mensch sieht oder als Roboter. Und der Hersteller von den Robotern tut es halt dem Studenten nicht sagen so. Und dann am Ende tut der Roboter den Menschen, also diesen Studenten manipulieren, dass er den Roboter freilässt. Und dann tut halt der Roboter beide umbringen und in die Welt draußen flüchten und halt ganz normal leben. Und das ja, zeigt halt wieder auf, dass man halt einfach ja, würde ich mal sagen, hinterhältige Gedanken oder einfach nicht vor Lügen bewahrt ist, wenn der Roboter so viel geistige Kapazität hat. Und genau, und dann kann er einfach diese Sicherheitsregeln außer Kraft setzen und mehr oder weniger das machen, was da lustig ist. Genau, also wie gesagt, ein sehr tiefgreifendes Thema fand ich da am Ende vom Buch und war davon begeistert, wie nachdenklich das Buch macht über so ein Thema eben. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall muss ich jetzt wohl demnächst mal wieder ein paar Romane ausleihen, um da so spannende Geschichten zu lesen, die mich also auch so fesseln. Genau, ansonsten war es das mal wieder für die Woche. Und jo, wie gesagt, könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Und ansonsten in den Kommentaren schreiben, über was ich euch mal was erzählen soll. Weil Büchervorstellungen sind für mich natürlich schon interessant und für euch vielleicht auch. Wenn ihr da irgendwie zu einem Thema so ein paar Sachen sucht, aber so an sich gibt es ja noch andere Inhalte, über die man sprechen kann. Genau, ansonsten würde ich sagen, so wie jedes Mal, bis nächste Woche.